Und damit alle zusammen herzlich willkommen zu einem neuen Nasenvideo. Und zwar hat die Nase etwas ein bisschen an irgendwas rumgefummelt und ich kriege auf die Schulter getippt. Das bedeutet, ich darf die Augen jetzt aufmachen und das ist Assault Squad 2 Man of War. Ah genau, ich hatte mir die DDR ja gewünscht von Nasentier und zwar hat das Nasentier irgendetwas in dem Spiel rumgefummelt. Das hier ist Man of War Assault Squad 2 Red Rising. Wir spielen die DDR, die hatte ich mir ausgesucht. Genau, das hier ist der erste Trupp, den wir haben. Das ist der günstige Trupp. Die sind größtenteils mit SKS ausgerüstet und deswegen kommen die hier auf den Berg. Wir sind mal wieder im Kasarinpass. Und wie ihr das wahrscheinlich im Videotitel gelesen habt, ich habe keine Ahnung, gegen was ich oder für was ich hier spiele. Die Nase hat darauf bestanden, selber bestimmen zu dürfen, wer mein Gegner ist. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was das ist. Ich kaufe am besten nochmal Guards und gehe hier oben hin. Dann kaufe ich mir die normale Infanterie. Das ist genau die Nationale Volksarmee. Die haben nämlich das, was die DDR damals Maschinenpistolen genannt hat, was wir heutzutage allerdings eher als Sturmgewehre bezeichnen würden. Ich spiele die DDR und bin halt mal gespannt, was haben die genau. Die haben so eine komische MPIKM und AK-74 Mischung. Was hatte ich sonst noch? Genau, was relativ klug ist immer zu tun, was sich herausgestellt hat, wenn man AT-Team kauft und das AT-Team hier oben hinten auf den Berg stellt. Und da oben geht es auch schon los. Wir kämpfen gegen die Wehrmacht. Ausgerüstet mit SG-44. Jupp. Und hier hinten ist die Wehrmacht auch am Start. Und hier vorne auch, okay, stimmt, die Wehrmacht, die hat ja relativ günstige Einheiten, die greift ja immer auf breiter Front an. Und da müssen wir mit irgendwas counter, am besten mit ganz normalen. So, was geht hier? Haben die nicht normalerweise ein bisschen weniger Sturmgewehre? Na, haben die wahrscheinlich diesmal doch ein bisschen mehr eingekauft. So, dann gucke ich mal, obwohl eigentlich wäre das ja richtig fies von mir. Ich habe ja in den letzten paar Folgen rausgefunden, dass die Wehrmacht so gut wie überhaupt keine Panzerabwehr hat. Wenn ich jetzt einfach mit dem Panzer komme, wäre das wahrscheinlich ultra fies. So, hier oben geht es wieder rund. Ja, wir haben die mit. Ach so, genau. Ich habe einen SKS-Trupp hier hochgestellt. Aber mein. Genau. Mein Antipanzertrupp hat, meine ich, auch Sturmgewehre. MP, KMS, oh, sogar ein RPK dabei. Das dürfte ja gar kein großes Problem sein. Wie sieht das hier aus? Oh, die sind scheinbar schon verzweifelt. Holen schon den Volkssturm mit K98. Moment mal. Ja, stimmt, das war ja falsch. Das ist gar kein K8. Was? Moment. Haken, Holz zwischen Kimmenblatt und Versch. Das ist ein echter K98. Hä? So, seit wann sind hier bitteschön echte K98 im Spiel? Das ist wirklich. Und zwar so sieht er aus. Es ist normalerweise immer das Meme. Okay, die können auch mal Verstärkung vertragen von Leuten, die Sturmgewehre dabei haben. Wer das jetzt nicht weiß, es sieht ja so aus, der Karabiner 98 Kurz der Deutschen wird ja von einigen fälschlicherweise K98 genannt und K98 ist eigentlich ein polnischer Karabiner. Und der polnische Karabiner, den erkennt man unter anderem daran, dass der so einen verstärkten Haken unter dem Lauf hat und da ist noch Schäftung, also Holz zwischen, ach am besten blende ich hier in ein Bild vom K98 ein. Und da ist halt noch Schäftung, also das ist noch so ein Stück Holz zwischen Visierblock, also Kimmen. Schiebe ist zwischen Schiebevisier und Verschlusshülse. So, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. Ich habe jetzt auch lange nicht mehr aufgenommen. So, die halten das ganz passabel. Hier ist unser Antipanzer. Das ist natürlich gut, wenn die in den Graben kommen. Sieht so aus, als hätte ich ja gegen die Wehrmacht eigentlich überhaupt kein Problem. So, die kommen hier wieder mit irgendwas. Das hilft aber eigentlich auch nicht. Ja, das ist wieder Volkssturm. Warum auch immer, warum hat. Oh, der hat eine. Ah, no, stimmt, in der. Aber das ist schon ein bisschen her. Für euch sind diese Folgen zwar nur ein paar Tage her, für mich sind das allerdings schon mehrere Monate, weil viele Videos sind noch letztes Jahr aufgenommen. Also 2019. Genau, da hatte die Wehrmacht ja keine Panzerfäuste und sowas. Scheinbar hat das Schnabeltier vielleicht das korrigiert bekommen. Oder ich hab einfach nicht aufgepasst. Okay, da kommt ein Panzer. Das wird kein. Ich bin mir relativ sicher, dass die Wehrmacht keine Schilker hatte. Das ist denn hier schiefgegangen? Scheiße, Schilker, okay. Schilker helfen mir eigentlich nur eine eigene Panzer. Okay, Moment mal, war der Trabant nicht letztens noch gelockt? Da war doch irgendwas, ich konnte den Trabanten doch letztens nicht benutzen. Stürzt das Spiel ab, wenn ich den nehme? Nö. Stimmt, ihr hattet ja euch den Trabanten gewünscht. Und ich konnte den Trabant nicht nehmen, weil der Trabant eine Level. Armer Trabant.
Ich konnte den Trabant nicht nehmen, weil der Trabant eine Levelbeschränkung hat. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Okay, wir hatten die UAZ-Jeep, der hat immer noch eine Levelbeschränkung. Trabant, das Ding hat immer noch eine Levelbeschränkung. Okay, das sind die Munitionskarren. Das ist, was könnten wir, am besten brauche ich einen richtigen Panzer. Okay, wir haben T-54 DDR, T-55A, ich kann mir alles, ich glaube, ich kaufe mir einfach T-60. Kann das nicht sein hier. So, die Schilka guckt sowieso in die... ich glaube, ich muss den selber fahren. Ich glaube, ich fahre den besser mal selber. Das sieht gar nicht gut aus. Was macht die verdammte Schilka bei der Wehrmacht? Das ist ja hart merkwürdig. So, wo ist die denn? Die ist hier hinter. Ich versuche mal... Ja, ich kann die relativ gut von hinten erwischen. Ein Hoch auf die direkte Steuerung. Und Butz. Und? Oh, was ist das? Ist das ein Technical Truck? Ja, erstmal um die Schilka kümmern. So, Schilka. Nee, die Schilka hat gerade was getötet. Okay, ich glaube aber die Schilka ist gerade. Ich bin ein bisschen verwirrt. Okay, Panzer schnell zurückholen. Da war ein Technical Truck. Nein, 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 nicht so rum. Nicht so rum. Ah, schnell das Gefährt. Ah, schnell die Wanne drehen. Ah, in die andere Richtung. Ah, verdammt, dann muss ich Infanterie nachfüllen, besonders auf dem Berg. Egal, so. Du machst das jetzt von alleine, dann hole ich mir, wo war denn hier die Diensteinheit 16? Sniper, Engineer, Diensteinheit? Okay, hier steht einfach mal ein Technical Truck rum, mit einer Spic 9 drauf und eine ganze Menge Matsche. Gut. So, dann hättest du den zerlegt, den hätte ich eigentlich gerne nochmal repariert. So, das da ist mein kaputter Trabant. Okay, dann kommt hier Verstärkung an. Was haben die? STG 44, STG 44. So, ja, ich bin ein wenig verwirrt. Wahrscheinlich hat die NASA irgendwie versucht, den Trabanten freizuschalten oder sowas und hat dabei versehentlich der Wehrmacht eine Schilka gegeben. Ja, kann passieren. Wir sind ja alle nicht perfekt, ne? So, gut. Jetzt möchte ich aber weiter aufrüsten. Okay. Ich könnte mir auch eine eigene Schilka kaufen. Oder ich könnte mir auch eine eigene tun. Guskak. Moment mal, ich sehe gerade, dass ich das hier alles kaufen kann. Okay, hier sind die... Also bei den Panzern sind die Levelbeschränkungen weg. Ich glaube... Faggot? Brauche ich eine Faggot gegen, gegen die Wehrmacht? Nee, nee, ich glaube nicht. Hier sind noch ein paar Levelbeschränkungen da. Aber ich bin mir sicher, dass der Trabi eine Levelbeschränkung hatte irgendwann. Okay, dann hole ich mir am besten einen Schützenpanzer. Ich habe 200 Punkte für 200 Punkte. Ein BTR 80. Ich mal sagen, so, dann komme ich hier erstmal im BTR 80. Dann nehmen die das da vorne ein, dann ist die Diensteinheit hier, dann ist hier noch so ein bisschen Rest von denen. Ich glaube, ich greife mal da an und dann ziehe ich die Diensteinheit hier hinter. Dann können die so auch so ein bisschen von hier oben wirken. So, okay, was macht er da? Er hat eine AKS 74U. Okay, ist wahrscheinlich einer der Schilka-Piloten. Ich weiß nicht, was hier abgeht. So. Einen konkreteren Plan habe ich eigentlich keinen. Ich würde mal sagen, den BTR 80, damit fahre ich hier oben hin. Sind da eigentlich Truppen drin? Nee, nee, da sind nur die ganz normalen Leute drin. Schützen. Es wäre ja auch utopisch, wenn mal Panzer damit Schützen käme. Und hier ist eine Dashka drauf, die bedient aber keiner. Ja. Ich würde mal sagen, holen wir uns nochmal Guards. Die sind zumindest schon mal schön günstig. So, die Wehrmacht macht aktuell gar nicht mal so viel. Ach, der hat angehalten, weil er diesen einen Piloten da beschossen hat. Sehr gut. Du gehst mal alleine rüber. Du bist Wendelstein. Wendelstein, Held der Arbeit. Für Frieden und Sozialismus. Alle Zeit bereit. Genau, in der Diensteinheit steht ja noch so ein Scharfschütze drin. Der macht aber wahrscheinlich mehr Sinn. Also er ergibt mehr Sinn, wenn ich ihn hier hinstelle. Und hier ist noch ein RPD-Typ. Der kommt auch mal hier hin. So, damit das nicht so fummelig ist, gleich nochmal einmal alle auswählen. Dann kommen die in den Trupp zurück. Ja, ich habe ein bisschen geübt in letzter Zeit in dem Spiel. Ja, das ist kein Problem. Das war noch ein so ein Volkssturm-Heini. Das sieht man gar nicht mal so groß. Aber das ist halt ein echter K98, was immer der im Spiel macht. Also ansonsten hat man immer nur den Fehler, dass halt der Karabiner 98 kurz einfach K98 genannt wird. Aber hier hat man dann auch...
Ah, verdammt, lass mich raten. Ach nee, der hat sich wirklich leer geschossen. Genau, irgend so ein Fehler mit einer Munition gab es doch bei einem Typen. Okay, ihr seid meine Panzerabwehr. Ihr bleibt am besten hier. Dann nehme ich am besten euch und hol mir noch die Flagge. So. DDR, keine so große Herausforderung für die... Nein, wer macht keine so große Herausforderung für die DDR? Auch wenn sie jetzt neuerdings Panzerfäuste haben. Wir stellen fest, das Schnabeltier hat wahrscheinlich Folgendes geändert. Der Volkssturm hat jetzt Panzerfäuste. Man kann den Trabanten nehmen, ohne die Levelbeschränkung zu haben. Die Wehrmacht hat eine Schilka und die Wehrmacht hat einen Pickup-Truck. Gut, muss man wissen. Außerdem hat, wie wir hier sehen, die Wehrmacht... Aua! Ein Merkava-Panzer? Ich will auch einen Merkava-Panzer haben. Das sieht voll... Ich glaube, da ist einiges schiefgegangen, als das Schnabeltier versucht hat, hier Sachen zu ändern. Okay. Ich glaube, ein T-62 ist keine große Herausforderung für einen Markerwa-Panzer. Kacke. Ich glaube, das Einzige, was ich versuchen kann, ist mit einem... So, jetzt habe ich hier noch ein AT-Team und das AT-Team stecke ich am besten hier oben rein. Versuche dann von hier oben zu kommen. Okay, hier kommt weitere Unterstützung. Das ist Wehrmacht SCG-44. Sehr gut, was schießt da woher? Genau, das ist mein Ich könnte mal den Trabanten reparieren. Was habe ich denn hier? Manpad, Heavy... Heavy Sniper könnte ich noch holen. So, Heavy... Hat sich ja als gut herausgestellt, wenn man hier mal so Heavy Sniper reintut. Ich bin jetzt ein bisschen übersichtslos. Ich bin auch leicht... leicht verwirrt. Ne, ich bin hart verwirrt und leicht in Panik wegen des Markers. Aber wenn der hier hinkommt, dann dürfte der eigentlich... Obwohl, können meine komischen Tandem-RPG-7s... Ich habe gerade den Tweet gelesen. Totenkopf-Cutie. Was ist ein Totenkopf-Cutie? Rifleman, Totenkopf-Cutie. Ich weiß nicht, war die Totenkopf-Division? Ich meine nicht, dass sie in der Form... Oh, schade, mein schöner RTB 80. Auf den hätte ich besser aufpassen sollen. Gab es so eine Elite-Einheit im Original? Okay, das ist der Markerwa-Panzer. Okay, jetzt... Ach, ich habe 500 Punkte. Davon kann ich mir bestimmt irgendwas holen. 500 Punkte. Gleich kann ich mir einen T-62B holen. Obwohl, kann der... Ich glaube, wenn ich ein gutes Schlenkermanöver mache, dann müsste ich zum Markerwa hinkommen. Oh, ich habe ganz viele verschiedene Munitionssorten. Aber ich glaube, Fragezeichen ist schon irgendwie die coolste zum... Obwohl, so ein Markerwa-Panzer ist halt so mega flach. Ich glaube, da sind APVs, die Geschosse gar nicht mal so geil gegen. Okay, der hat schon einen zweiten Panzer geholt. Jetzt sehe ich aber nicht mehr, welcher das ist. Und da ich das Inventar auf habe, kann ich nicht mehr auf die Karte gucken. Der zweite Panzer, okay, das ist ein Jagdpanzer. Okay, ein Jagdpanzer macht mir jetzt nicht so übertrieben Sorgen. Aber trotzdem würde ich gerne versuchen, beide so ein bisschen zu umrunden. Und zwar möchte ich gerne... mich erstmal hier hinstellen, dann hier hinstellen und dann hier hinstellen. Und dann hier diesen Hügel hier nutzen, um die beiden Panzer dann möglichst auszuschalten. Okay, hier ist schon mal der Vormarsch so ein bisschen geblockt und den Jagdpanzer hat es auch schon zerlegt, glücklicherweise. Gut, hier sieht es gut. Achso, ich wollte doch einen hier reintun, damit der die Dashka bedienen kann. Ist hier was drauf? Ja, ich glaube, hier ist aber was anderes drauf. Das ist ein NVS, oder? HCBT. Okay, dann ist das... Diese ganzen russischen schweren Maschinengewehre, die musste ich irgendwann nochmal lernen, auseinanderzuhalten. Okay, er versucht sich hier den Hügel zu holen. Das dürfte eigentlich soweit kein so ein großes Problem sein. Ah, verdammt, es wird doch ein Problem, weil uns der Marker war hier die ganze Zeit dezimiert, würde ich sagen, ich hole mal einen AT-Trupp. Stell den hier hinter die Steine. So, hier hinter die Steine. Benutze dann meinen BT-80 als Deckung und gehe dann dahin. Auf der anderen Seite muss ich mich jetzt natürlich weiter um den T-70 kümmern. Der sollte hier
Also hingucken. Was hat der für eine Kanone drin? Ich glaube, genau, im T-70 ist diese größere, die 125mm Kanone drin. Okay, der feuert auch schon. Aus allen Rohren. Ja, das war knapp. Ich glaube, ich brauche ein bisschen bessere Deckung. Wie wäre es mit diesem Stein da? Ist gar nicht mal so gut aus. Okay, hier kommt das nächste. Das nächste ist dann schon wieder ein Jagdpanther. Tracks heavily damaged. Okay, das ist kein so großes Problem. Hier steht noch einer rum. Du bist aber bestimmt qualifiziert genug. Hä, habe ich dich nicht ausgewählt? Kannst du bitte... Ah, sehr gut. Das Ding reparieren. Wo ist die Schadensanzeige? Normalerweise hat man auch hier so eine Schadensanzeige, was am Panzer wie in Ordnung ist. Okay, jetzt zumindest habe ich den Jagdpanzer ausgeschaltet. So, was wollte ich hier machen? Hier wollte ich gucken, dass ich hier hinkomme. So, muss ich gucken, ob der reparierbar ist. Ich glaube nicht, würde mal sagen. Wo ist der Marker bei hin? Der ist hier hinten irgendwo. Dann ist es wahrscheinlich besser, wenn ich die hier reinhole. Sehr gut, okay, der Marker hat mal wieder irgendwas richtig Großes kaputt gemacht von mir. Das richtig Große war... Das ist irgendwas hingeflogen, das war wahrscheinlich ein Vogel. Hoffentlich war das ein Vogel. Ist der noch... Ah, der ist noch reparierbar, sehr gut. Ein Typ alleine schafft das garantiert, obwohl von da hinten kommen irgendwelche Leute. Gut, ich habe wieder 500 Punkte. Ich würde mal sagen, da ich mit den Punkten relativ gut stehe, würde ich sagen, ich versuche hier einfach nur abzuriegeln. Und zwar überall mit AT-Infanterie. Dann riegeln wir nach hier ab. Dann ist hier irgendwas. Ach, das sind die kaputten Jagdpanther. So, hier kommt wieder der Volkssturm mit dem originalen K98. Wie ihr sehen könnt, hier unten ist halt diese Zusammensteckvorrichtung, die halt hier vertikal verstärkt ist. Und dann haben wir hier halt diese Schäftung zwischen Visierschieber und Verschlusshülse. So. Er greift mit irgendwas Pistolenartigem an. Und hier ist der Marker. Wenn ich den loswerde, obwohl den muss ich ja nicht zwingend loswerden. Ich muss jetzt einfach nur meine ganzen Punkte halten. Your team is winning. Genau, ich mach's einfach mit der Verzögerungstaktik. Dann interessiert mich das, was der da macht, herzlich wenig. Ach, ich dachte gerade, die sind tot. Ich habe die in den Graben verfrachtet. Ich könnte mal versuchen, das Ding zu reparieren. Einer von euch noch am Leben? Verstanden. Geht mal hier in den Graben. Also nicht hinter dem Graben, sondern in den Graben. So, da... Was ist das? Ist das ein österreichischer Kurisierpanzer oder was geht mit dem Ding ab? Ist das nicht normalerweise ein bisschen größer? Was ist denn das? Das ist das französische Original. Das ist ein ATX 1390, so wie es aussieht. Ist, glaube ich, die Basis für den österreichischen Kurisierpanzer. Und was macht... Ach stimmt, da bin ich ja letztens drüber gestolpert. Die KI weiß nicht, also der Computer scheint nicht zu wissen. Kämpfer-Kommandant. Was sind denn Kämpfer? Ach so, genau. Die KI weiß nicht, dass Panzer alleine keine Punkte einnehmen können. Zu doof für ihn. Das war hier noch. Wird das was? Übrigens habe ich gesehen, man kann hier mit Infanterie so eine Schnellauswahl machen. Ich kann jetzt einfach auch die anwählen. Ach, die haben keine Panzerfäuste mehr oder sind leer geschossen. Normalerweise funktioniert das ein bisschen besser. Wie wäre es, den auszuschalten? Aber ist sowieso egal. Ich habe sowieso so gut wie gewonnen. So, ein Punkt noch. Was ist das für eine Flagge? So, dann würde ich allerdings sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Dann könnt ihr euch wahrscheinlich die Unlock-Mod, ich glaube mal, es ist eine Unlock-Mod oder sowas, der Nase wahrscheinlich in der Videobeschreibung herunterladen. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Zusehen. Dann würde ich mich noch
über Follower auf Instagram und Twitter freuen und die Wehrmacht weiß echt nicht, wann Schluss ist. Dann könnt ihr zusätzlich hier meinen Kanal abonnieren, falls ihr die weiteren Videos dieser Mod nicht verpassen wollt. Ich werde jetzt im nächsten Video wahrscheinlich dann selber die Wehrmacht wählen und gucken, ob es eine Schilka gibt. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren, könnt ihr einen anderen Kanal abonnieren, könnt ihr eins von meinen älteren Videos gucken und ein anderes Video gucken. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und ja, für das Vaterland. Kommt halt drauf an, für welches.